Hallo und willkommen bei Gedanken. Ich wollte jetzt eine Tasche jetzt. Okay, das halt. Na gut, na, bitte. Ah. Ich guck. Wo sind wir? Ja, ich weiß auch schon, wo er feststeckt. Wo? Wir gehen Autodrive nochmal. Wo hängt der fest? Ja, an der selbstgebauten AdBlue-Tankstelle. Was macht das? Der wollte nicht einfach lang fahren, oder? Natürlich! Ja, aber ich... Meint er jetzt immer noch? Weiß ich, dass der Autoschweifbus da unten so lang geht? Jetzt weißt du es für nächstes Mal. Ja, aber wo ich die anderen umfangen. Bischofs können sowieso leicht überwinden. Irgendwo musste die ja hin. Irgendwo musste die Blutankstelle hin. Und natürlich. Hier steht ja auch die Hälfte. Wo? Hier hinten. Ey, kann ich mir so meine Dresche das halt wegmacht? Soll ich das einfach. Ja, kann ich einfach so machen. Komm mal hier. Scheiß aufs. Ja, dann. Gehen an die Fahrt. Oh. Macht Spaß. Mega. Band, warte. Ich merke schon, dass es nicht genügend ist, das Feld. Drescher, dresch doch bitte. Ach, da ist ein Baumstumpf. Ich wundere, dass er nicht weiter drescht. Jemand zu faul. Ja. Ich warte jetzt mal einen Augenblick. Ich komm. Alles.
Ich hab eine Idee. Du hast eine Idee. Ja. Was ist deine Idee? Ich weiß aber noch nicht, wie viel die Idee kostet. Ja. Oh! 6,5? Was denn? Ich hätte es an den Hofladen, an den Teleskop da 3 Punkte dran gemacht, hätte ich mir einfach mit der Fräse gekommen. Ja, mach das. Fahr ich eigentlich lang, Mann? Oh, ich bin schon ein Bild. Ja. Ich weiß nicht. Wenn jemand mal Zeit hat, weiß ich oder du, das wird aber erst wieder hingestellt werden. Ist nicht ein Ernst, hast du schon... Da. Ja, es hat geleckt, die Sau. Hin? Ja, eigentlich zumindest zum Kompasshaus. Was machst du denn hier? In falscher Kubur. Du wohnst halt. Oha. Ich habe Standbild und bumm. Da war das Förderband auch schon überfahren. Arme Strobe schon gekalkt. Kannst du mal. Was machst du jetzt eigentlich gerade? So den. Gucken wollen, das klappt nicht. Kannst du mal bitte kurz gucken, dass du mal kurz den Kalkstreuer ausmachst? Weil der holt gerade zu sehr auf. Dass der 10 Minuten mal hängen bleibt und alles blockiert. Ja! Mann, Junge! Ah. Das hast du dir genau mitten in den Weg gestellt, danke. Ich hab mir einfach stehen lassen, ich hab mir ja nicht in den Weg gestellt. Du Lensch! Nee, ich hab den einfach stehen lassen. Ja, aber da ist ein Strohschwart. Ja, was soll ich da machen? Einen auf den Weg fahren. Kann grad nicht. Komm, im B-Tag, schieb! Der Motor ist auch ein scheiß Teil von. Schieb über den Baumstumpf drüber. Oh! Schieb! Schieb! Irgendwie ist es gar ganz schön viel Arbeit, ne? Ja.
Vor allem müssen wir die Schatzbude immer noch runterbringen. Ja, wenn sie halt einmal nicht verkauft wird, ist es halt so. Nee, wir brauchen die Fässer wieder für morgen. Dann machen wir halt morgen keine Butter. Hallo? Dann brauchen wir morgen doch doppelt so viele Fässer. Hallo? Wir müssen den Dattbutter machen. Wenn wir mal an einem Tag keine Butter machen, dann müssen wir am nächsten Tag doppelt so viel machen. Du musst ja unbedingt das Stroh sammeln. Denkst du, ich lasse das Geld hier einfach umliegen? Das ist ja wie jetzt bitte schon ein paar Münzen oder ein paar Scheine aufs Feld schmeißen und du siehst einfach drüber. Sind die auch weg? Das würdest du ja eigentlich auch nicht machen, oder? Also, doch, natürlich. Ja. Gib mir Geld, ich bring's zum nächsten Bauer in der Gruppe so nach. Komm, Bauer. So. Wir bauen uns einen Mann! Ach. Aber der packt dann lieber seine Sachen für den Urlaub. Ja, sollte man das heute Abend noch machen können. Man kann es ja auch einen Tag vorher machen, bevor man Urlaub hört. So, entweder das machen. Oder mal in der Woche vielleicht, weil der hat noch eine Woche Schule. Ja. Denkst du, das juckt den? stopp. Okay. Ja. Ah ja. Einfach oben drauf. Es liegen da zwei unfertige Käse. Da liegen zwei unfertige Käse. Aber egal. Bitte morgen damit. Dieser Riesenhype, immer noch am Feiern, diese schöne Zeit. Stefan war bei mir und danach kam endlich Grabenkampf. Battlefield 1 und die Feinde. Oh. Ich feier diesen Hype und ja, ich war einmal ohne meine Spiele. Ja Gott, das ist so ein Scheiß. Wenn ich was an Anhängern hasse, das sind die Stützfüßen. Kommen Sie irgendwo eine scheiß Kante und gut dahin. Ich hätte ja gerne einen Traktor genommen, um die Anhänger hier zu ziehen, aber die sind ja gerade alle in Benutzung. Ihr seid immer an meine
Oh, der dritte ist wieder voll, ich glaub's. Stopp! Ach, ich hab schon gesehen, dass einer da steht. Jetzt habe ich es auch noch zu, dass du jetzt fahren kannst, ja, rückwärts. Ich fahr jetzt weg, ich fahr fort, gell. Der Deutsch sieht auch geil aus mit den weißen Reifen, ey. Hä? Der Deutsch sieht auch geil aus mit den weißen Reifen. Ja, geil. Das ist hier so ein Stamm. Also, mir zufällt es noch ein bisschen. Okay, wenn du da. Ich schwör mal jetzt schnell den Laden ein. Wohin? Den Hofladen. Ah, ja. Sehr gut. Sind das alles Sachen? Ja. Alles, was auf dem Anhänger drauf liegt. Wie viel Käse haben wir bitte? Ein bisschen muss schon. Vor allem, es liegen immer noch zwei unfertige oben. Wir können da liegen, ne? Yes. Ja, und in der Produktion dürfte auch noch was drin sein. Ich hasse diese Käse, sowas von. Weil die immer solche Wände backen können. Ja, das können Ballen auch, wenn du es in die Hand nimmst. Ehrlich? Ja. Weil du es in die Hand nimmst, kannst du durch die Wand werfen. Welcher Helfer ist da jetzt blockiert? Der Kalkstreuer, weil der Anhänger da steht. Ja, okay, das war beabsichtigt, oder? Ja, den war da kurz blockiert, weil ich da lang gefahren bin. Da haben wir ihn leicht gestrichen. Da haben wir uns leicht gestrichen. Und Drescher macht schneller, hopp. Ich will keinen Nachttisch einlegen, also. Wenn du Pech hast. Jetzt wendt doch, ja, so viel Bahn hat er nicht mehr. Unser Problem wird halt sein, der Kalksteuer. Ist der Level? Wird noch. Aber wie? Der hat jetzt nur 4000. Oh, das reicht nicht. Ach was. Und ich hab gerade drei Hilfe aktiv. Ich hab gerade drei Hilfe aktiv. Ach was! Gut, einer steht einfach nur gerade, weil er blockiert wird. Hier ist es dunkel. Warte, wieder mal. Außer Louis. Der kann da eh nicht. Ah. Wir müssen zwingend an den. Wir müssen zwingend an den finden. Ich wüsste aber auch nicht. Eine Stellenausschreibung. Ja, in der Zeitung. Nee, Videos, Discord und so alles. Jetzt müssen sie da wieder einschreiben. Mitarbeiter gesucht. Schlechte Bezahlung. Ja, keine Bezahlung. Ja. Geht nur Drecksarbeit zu tun. Geht nur Helfer beaufsichtigen. Ja? Immer die Sache, es gibt hier Momente, da hat man eine Handvoll zu tun. Und dann gibt es Momente, da hat man gar nichts zu tun. Das. Komm, Drescher, fahr. Sind viele gute Fässer. So. Steht ja auch noch leer, was? Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Bleib auf. Bleib auf. Ach, der Zug, was war das denn jetzt? Was denn? Das hat gerade gehupt, ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Die hat zugemacht!
Mach grad zu. Ah, schneller. Ich hab so eine Stunde Zeit. Mach mal die Zeit auf Hals. Ey, dann brauchst du doch nicht mehr, ne? Ja, wenn ich die Fässer einfach immer treff. Wenn ich so reinwerf, dann nicht. Was für ein Titel hat er noch? Nein, siehst du aus? Ich hätte eigentlich Schaum drin. Weil er sonst vorne hochgegangen wäre. Ach so, Gegengewicht. Eigentlich wollte ich noch Heu einfüllen, aber irgendwie ging da was nicht. Hm. Ich muss sogar im Stroh sammeln, weil der den Drescher eingeholt hat. Er läuft doch. Ich schmeiß die Scheiße gerade einfach nur zu Hause hin, weil es da schon weggeht. Ja, hab da lieber das verkauft. Eines des Tages. Jetzt verkauf dich. Geht doch. Ich hab's doch alles verkauft. Ich weiß, können wir morgen da wieder mitnehmen. Das war das erste, was wir morgens machen. Butterfässer hochbringen. Kalksteuer? Oh, Kalksteuer. Drescher ist fertig. Gott sei Dank. Ich habe hier noch zwei, noch eine Bahn einzusammeln. Aber bin ich nicht fertig. Den Deutsch lasse ich auch mal, weil der ist eh nicht mehr auf dem Kurs, wie ich gemacht hatte. Auch schon gemerkt. Das ist wie das große Mühe. Ach doch, der Kalk wird doch reich. Ja, aber Drescher, geh den Weg. Ja! Mein Gott! Ach, du hast mich jetzt ver... Ja, ja, das ist der Deutschland hier von dem Anhänger. Deswegen. Hä? Der Deutschland der blockiert, deswegen. Deswegen wollte ich den Anhänger auf dem Feld fahren. Wäre auch nicht zu schwer gewesen, einfach mal schnell den Ding abzuziehen. Hätte zu lange gedauert. So, da weiß nur kein anderer Traktor gerade dort. Ah, doch, der Feld. Zum Glück kann man in Deutschland draufkommen. So, jetzt haben wir über 100.000 Dinge angekommen, das war irgendwie. Ja, Deutsch, ich weiß es. Da könnt ihr selber umkoppeln und dann wegfahren. Ich hab's fast. Nein. Schiebst du den gar weg oder was? Nein. Ich hab jetzt leider gar keine Zeit, den Deutsch einzutreffen. Gut, solange du mit dem Drescher wegschiebst, ist alles gut. Was? Solange du mit dem Drescher wegschiebst. Ja, mit Schneidwerk. Naja. Aber lieber, es ist mir lieber, als wenn ich den Land mache. Alter, ist das ein Berg. Wir haben jetzt 133.000 Liter. Haben wir noch irgendwo was zum Reinwerfen? Ich hab nichts im Tisch, aber sonst... Ich bin ja schon drin. Wieso ist nur 400% verdichtet? Beschiss hier, ey. Hallo? Ich weiß noch nicht. Dich muss eigentlich deaktiviert jetzt. Sieht updaten. Ja, perfekt. Was ist ja deaktiviert? Das Verdichten eigentlich. Wo war eigentlich das Schneidwerk die ganze Zeit gestanden? Beim Gülling hinten. Einmal ums Gülling rumfahren, auf die Wiese fahren. Das ist einfach so. Also du hast Bock, dass du in die Halle reinfährst. Hab ich schon mal. Ich weiß. Trotzdem. Ich hab da keinen Bock drauf. Weil die Schneidwerks waren nochmal was anderes als ein Drehschema. Was die Lenkung betrifft.
Oh, oh Gott. Das Name hier. Unser Feld hat sogar schon Unkraut. Ey, ich krieg die Grenze bis. So, was können wir jetzt hier tun? Und fang an laut zu schreien. Wir sind Gamer. Ich kann das hätten wir ab. Der Kalk hat drunter gereicht, ist gut. Aber der könnte es trotzdem nochmal das Ding fahren, schnell. Reifeisen, Reifeisen, Reifeisen. Das ist irgendwo eine Spur. Perfekt, hier ist eine Spur. Reifeisen, Einkauf. Verkauf, Silos, Einkauf. Oh. Kann man so dumm sein, ne? Von Deutz war. Hey, du bist YouTube, let's play, alles klar, komm, go. Egal ob Commentary oder Entertainment Show. Hey, du bist YouTube. Ärger mein Deutz nicht, sonst ärger ich dich. Ich hab ihn noch gar nicht geärgert, da stand nur kurz im Weg. So, ich hab wer, wer stand im Weg, der Deutz oder? Die Seemaschine. Achso, der Deutz im Endeffekt. Ich stell doch dieses scheiß Förderband einfach in die Halle oder wo an. Da steht sie eigentlich nicht im Weg. Eigentlich. Ich wollte es nicht annehmen. Eigentlich, also es kommt Heiko vorbei. Annehmen steht noch dort, oder? Ja, ich hab noch keine Zeit, ihn zu holen. Nee, nee, war eine Frage. Okay, ich fahr. Einfach fahren lassen. Machen wir es einfach. Was? Wir fänden einfach fahren lassen. Ich hab ein bisschen Reifeisen geschickt. Oh ja. Oh, ich werde von ihm. Hab vielleicht gesagt, dass er den kürzesten Weg nimmt bei Feld 6 wieder entlang, aber. So. Sei froh, dass es nicht mal. Nee. Wehe, das Feld wächst jetzt, ey. Wenn dann kommt nur Unkraut und erst wachst. Ja. Passieren, das weißt du. Ja. Stimmt. Es tut mir unser Deutsch die Arbeit. Bring ich den Weizen jetzt zu Kornnudel, wenn sie noch offen hat? Ich fahr mal hin. Ich glaube, ich bin in Deutschland. Ich geh mal auf den Gas. Was ist? Ich stand gerade an dieser Scheune hier gegenüber. Ich war hochkant. Der es geleckt hat. Oh, das Unkraut wächst hier ja auch schon. Das darf der Fett an dem Tag gleich machen. Ein guter Brummer, ne? Doch, fällt eins schon. Was? Stimmt. Look, haben wir nicht gedüngt. Ja, stimmt schon. Du machst jetzt den Dünger. Ich mach den Dünger nicht Kalk voll. Wir holen dann lieber mit dem Anhänger oder so, oder mit dem Überladewagen, wenn es reingeht. Gut, jetzt. Ja, in die Überladebahn geht's rein. Jetzt ist er schon dort. Ja, super. Harry schreibt, weiß nicht, wie sie einkaufen. Der hat's vorher sagen müssen. Und ich sag, ich hab's Alpha-Eisen losgeschickt. Ja, danach hab ich aber auch gar nicht gedacht, dass wir ihn gleich schon mal zum Dinger stolpern. Egal, mach vorne dann.
muss man halt wieder mit Blitz rumhantieren und anders spielen. Oder wahrscheinlich die BP ist einfach dahin und fertig. Weil also langsam ist einfach so. Aha, ich glaube, die hat noch offene Karten. Ja. Irgendwie habe ich die Scheiße vermutet, dass man 8 zu macht. Dann hätte ich nämlich ein Problem jetzt. Mal mach zu. Das ist gemein, wer will ich. Puh, was? Shit, ey. Hätte am 18 Uhr zugemacht, ich hätte zu. 20 Uhr, ich hätte zuvor gespult, ne? Das brauchst du gar nicht machen. Wenn ich abgekippt habe, ist richtig schon. 20 Uhr. Ich hätte trotzdem Sicherheitshalber gespult. Gut, da, jetzt bist du gewaschen, du kommst jetzt schon mal. Ja. So. Jetzt. Den Zeug gab ich nicht. Beispiel. Sieht das jetzt ab. Ah. Theoretisch kann ich schon direkt mitnehmen wieder. Ach das. Ja, kann geht's ins Sido rein? Ins normale? Wahrscheinlich nicht, gell. Wo ist denn hier Kalk? Getreidestruck geht in die anderen Silos rein, aber da ist ja eigentlich Kalk drin. Normales Silo geht's wahrscheinlich auch nicht rein. So wie ich es kenne. Nee. Sagen wir mal, die Plätze waren teilweise noch zu teuer. Deswegen lass ich das mal. Ich würde nur noch denken können. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.